wird den Angeklagten heute hier vor dem Gericht von Ulster County das Strafmaß verkündet. Möchte die Anklage vor dem Urteil noch eine Erklärung abgeben? Ja, das würden wir gern, Euer Ehren. Ist das Opfer hier? Möchte es sich an das Gericht wenden? Ja, Euer Ehren. Mr. Hogenkamp, bitte sprechen Sie, wenn Sie soweit sind. Runter! Du Schwein! Auf die Beine, Hogenkamp! Lauf, lauf, lauf! Ich war ein verdammt guter Künstler, ein Zweiter Weltkriegsillustrator. Und jetzt kann ich kaum meinen Namen schreiben. Ich habe gehört, was mit dir geschehen ist. Fünf haben ihn fertig gemacht. Ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Nimmst du deine Medikamente? Ich wurde um ein Haar totgeprügelt. Völlig grundlos. Ein Fuß vor den anderen. Gut so, Mark. Umarme den Schmerz. Aber ich habe eine Welt erschaffen, in der ich genesen kann. Was ist das alles? Willkommen in Marvin. Das ist meine Kunstinstallation. Du bist Künstler? Ist eine komplizierte Geschichte. Erzähl sie mir. Willst du sie wirklich hören? Ja. Sie haben mir jede Erinnerung aus dem Schädel geprügelt. Alles aus der Zeit vor dem Angriff ist weg. Also müssen meine Puppen diese Geschichte erzählen. Das sind die Frauen von Marvin. Und sie beschützen Mark. Wir sind ein und derselbe Kumpel. Vor den bösen Männern. Los geht's. In Deckung! Wir müssen in Deckung gehen! Ich hab dich rufen hören. Willst du eine Decke? Nein, keine Decke. Keine Decke! Sind alle Puppen in Marvin Leute, die du kennst? Ja, es gibt Anna. Da. Julie. Scheiße, ja. Kalala. Du darfst nicht vor deinem Problem weglaufen. Roberta. Gehst du zur Urteilsverkündung? Du musst diesen Schlägeridioten gegenübertreten. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Unser Schmerz ist unser Raketenbenzin. Das Leben, das ich früher hatte, wurde mir genommen. Aber ich bin noch hier. Ich habe Hoffnung. Und ich habe meine Stadt. Und ich habe meine Freunde. Wir sind für dich da. Ich komm schon klar. Alles ist möglich in Marvin. Hoch die Tassen, Mädels. Die Menschen sollten sehen, wie besonders Marvin wirklich ist. Aufs Leben, auf die Liebe, auf die Frauen von Marvin.